Sehr geehrter Herr Präsident, geehrte Kolleginnen und Kollegen, zum x-ten Mal belästigen FDP und AfD den Bundestag mit überflüssigen und vor allem unwissenschaftlichen Anträgen. Und genauso wie eben bei der versuchten Antwort auf die Zwischenfrage der AfD ist die AfD nicht in der Lage, bei den Fachgesprächen im Umweltausschuss zuzuhören, wenn Ihnen die Fakten nicht passen. Dann hören Sie einfach weg, und so kann man nicht arbeiten. Und die FDP, die fordert jetzt, dass die Messpunkte für Stickoxide verlagert werden. Also die Messpunkte sollen zukünftig immer in 4 Meter Höhe, 10 Meter weg von der Straße, 50 Meter weg von verkehrsreichen Kreuzungen und natürlich so, dass sie 270 Grad im Umkreis frei von der Luft umströmbar sind, messen. Das kann man natürlich machen, da wären die Messergebnisse niedriger. Und das gibt freie Fahrt für betrügerische Autolobbys. Liebe Bürgerinnen und Bürger, wenn Sie an der Hauptstraße wohnen, wenn Sie an verkehrsstarken Kreuzungen wohnen, wenn Sie in Stadtzentren wohnen müssen, dann wird mit dieser geforderten Messmethode verschleiert, wenn Stickstoff, Ozon, Feinstaub und andere Schadstoffkonzentrationen zu hoch sind. Sie merken es dann an Asthmaanfällen und an dunklem Nasensekret, was Sie ausschnauben. Und das ist nicht akzeptabel. Aber die FDP bewegt sich mit dieser Politik in ihrer Tradition der Kumpanei mit betrügerischen Autofirmen, die lieber falsch messen, als reale und ehrliche Arbeit abzuliefern. Wir als Linke wollen lieber, dass schlechte Autos von der Straße verschwinden, ersetzt werden zu Kosten der Autokonzerne, die dem Betrug gemacht werden, damit unsere Umwelt besser wird und die Gesundheit geschützt wird. Und liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Autobranche, ich habe als Qualitätsmanager der Autoindustrie gearbeitet. Ich habe Produktionsanlagen in Tschechien und in China installiert. Und auch wenn Sie es nicht hören wollen, ich kenne die globalisierte Wirtschaft. Und ich kann Ihnen ein was sagen. Wenn PKWs aus Deutschland zukünftig die vorgeschriebenen Normen bei unseren ausländischen Kunden nicht erfüllen, sei es in Amerika, sei es in China oder anderswo, dann werden sie zum Nadelhüter. Und dann hilft dagegen nur, gültige Gesetze einzuhalten, weil sonst verspielen sie schnell das Kundenvertrauen, und das gefährdet Arbeitsplätze. Also im Umkehrschluss, wenn Sie eine Aufweichung der Grenzwerte fordern, wenn Sie die Einhaltung verhindern, genauso wie es die Autobosse wollen, dann gefährden Sie die Arbeitsplätze. Und diese Autobosse investieren gerade ganz massiv in China, in den USA, in eine Autoproduktion, die Normen und Gesetze einhält. Und wenn dann die deutschen Autos nicht mehr verkauft werden, dann werden diese Konzernbosse ganz schnell Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, entlassen, weil Sie dann nicht mehr gebraucht werden. Und das wollen wir als Linke verhindern. Wir wollen, dass in Deutschland gute Autos gebaut werden, die Umweltstandards einhalten und eine gute Qualität machen für gute Arbeitsplätze. Geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte noch mal kurz auf diese Theorie zu Luftgemischen nachkommen. Also die Ärzte, die WHO, alle bestätigen, dass Stickoxide im Gemisch schädlicher sind. Herr Kollege Lenkert, ja. Der Kollege Spanier würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Nein, danke. Bitte. Die AfD vergisst eines. Die wirken in Kombination. Und Sie alle kennen Medikamentenbeipackzettel. Da steht explizit drauf: Wechselwirkung mit anderen Medikamenten. Antibabypillen wirken weniger oder nicht, wenn man zu viel Alkohol trinkt. Allergikmittel wirken stärker. Genau das Gleiche passiert bei Ozon, bei Stickoxiden, bei Feinstaub. In der Kombination wirken sie stärker. Wenn man die Menge bei diesen Kombinationen verändert, ist die Wirkung größer. Das weiß jeder. Okay, außer die AfD. Jeder weiß. Herr Kollege Lenkert, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Jeder, der seriös kalkuliert, weiß, dass man bei der Ursache ansetzen muss und dass Gesundmessen nichts bringt. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche selbst Ihnen ein ozonarmes und stickoxidfreies Wochenende. Vielen Dank. Jetzt hat das Wort die Kollegin Dr. Bettina Hoffmann, Bündnis 90 Die Grünen.